Mann, ist das ein Mistwetter. Immerhin müssen wir bei diesem Nebel nicht draußen auf dem Schrottplatz arbeiten. Ja, man wird doch sowieso nichts erkennen. Aber es wird ja auch schon bald dunkel. Jetzt im Winter dauert das höchstens bis 4:30. Bob, mach nochmal das Radio an, es dürfen gerade die Nachrichten kommen. Okay. Ungeachtet des dichten Nebels, der sich von San Francisco bis hinunter nach Los Angeles erstreckt, haben sich Hunderte von Schaulustigen im Hafen von Long Beach versammelt, um die Ankunft des Luxuskreuzfahrtschiffes MS Windswife zu bestaunen. Für Freizeitkapitäne und Sonderfischer gibt es hier also was zu staunen. Soweit ich weiß, hat die MS Windswife hier noch nie eingelegt. Träumen davon. Das soll gigantisch sein. Ihr glaubt ja gar nicht, wie teuer so eine Kreuzfahrt damit ist. Das können sich echt nicht Promis leisten. Das Captain Seashore einen Zwischenfall an Bord, der MS Windswife meldet. Oder Neureiche. Besonders das Essen muss auf sein. Darf man ja unheimlich gut sein. Aber Captain würde ich auf den Dinger nicht sein. Da gehört schon einiges an Manövrierfähigkeit dazu, mit so einem riesigen Schiff bei der Sicht anzulegen. Ich gehe mal nach Hause, Ju. Tschüss, ihr beiden. Langweilt euch mal schön weiter. Also ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, hier rumzuhängen. Zumal wir dieses Krimi-Puzzle schon zum vierten Mal gespielt haben. Ich muss zu Hause im Ausland noch meine Sherlock Holmes Bücher sortieren. Also, ich gehe dann jetzt mal. Ciao! Moment doch, Bob. Vielleicht ist das ein neuer Fall. Dann werde ich mich wohl mal aus dem Sessel begeben. Ja, Jupiter Jones vom Detektivbüro D3. Guten Abend. Hier spricht Captain Seashore von Animus Windswife. Ich spreche doch mit den drei Detektiven, oder? Genauer gesagt, mit dem ersten Detektiv. Wobei können wir Ihnen helfen? Ich vermute, es geht um den Zwischenfall an Bord. Ja, aber woher? Ach, egal. Auf jeden Fall bräuchten wir dringend eure Hilfe hier an Bord. Hier ist nämlich gar nichts in Ordnung. Jetzt schalte mal den Verstärker ein, Ju. Am besten ist sie durch Overalls ran, als wärt ihr Dockarbeiter und kommt so schnell wie möglich her, damit keiner merkt, was hier los ist. Die Reporter belagern uns nämlich wie noch nie. Worum geht es denn, Sir? Denn wir sind nicht gerade die richtigen Ansprechpartner, wenn es darum geht, auf Schiffen irgendetwas zu reparieren. Wäre da nicht eher ein Mechaniker angebracht? Ja. Nun, ich glaube, es gibt bei uns auf der Windswife eher etwas zu recherchieren als zu reparieren. Wie gesagt, ich benötige dringend detektivische Hilfe. Und worum es geht, darüber möchte ich am Telefon nicht weiter Auskunft geben. Also, kommt bitte schnell an Bord. Durchlassen würden. Der Kapitän erwartet eine dringende Reparatur. Sie doch bitte durch. Verdammt, Zuschauer, vielleicht von den Hafenarbeitern, was nicht in Ordnung ist. Guten Tag, Mister. Nur eine kurze Stellungnahme. Nein? Aber Sie sehen, liebe Zuschauer, der Fall wird immer dubioser. Es scheint so, als würden merkwürdige Dinge an diesem Schiff vorgehen. Daher schließen wir. Sieh mal, Joe, die Matrosen scheinen hier das ganze Schiff nach irgendetwas zu durchsuchen. Was das wohl ist? Vielleicht ist es ratsam, einfach mal zu fragen. Schließlich sind wir hier, um etwas herauszufinden. Nach was suchen Sie denn, Herr Matrose? Nichts. Wir suchen das Schiff nach Wänden, Passagieren. Das glaube ich denn noch nie. So wie die aussehen, suchen die schon seit Stunden. Und heutzutage werden die Schiffe an den Häfen so stark kontrolliert, dass ein Passagier gar keine Chance hat, sich einzuschleichen. Ah, da seid ihr. Hat länger gedauert, als ich dachte, aber das wird wohl am Nägel liegen. In der Tat, die Straßen rund um den Hafen waren übermäßig verstopft. Ich vermute, das liegt einerseits an den vielen in den Hafen strömenden Schaulustigen, sowie an den durch den Nebel behindert langsam fahrenden Autos. Ich muss schon sagen, ihr wirkt professionell. Na, dann kommt mal mit, Jungs. In meiner Kajüte können wir ungestört reden. Also, zunächst möchte ich Ihnen meine Führungsriege vorstellen. Das hier ist Mr. Larischen, der Zahlmeister. Hallo. Das ist Mr. Kiev, der Schiffsingenieur. Ja, was? Und das ist meine rechte Hand, der erste Offizier, Mr. Overstock. Tag.
Guten Tag, wenn ich Ihnen unsere Karte geben dürfte. Lass nur, die kenne ich. Was meinst du, woher ich sonst eure Nummer habe? Man bekommt ja von den Passagieren immer wieder mal irgendwelche empfehlenswerten Firmen oder ähnliches genannt, nicht? Ja, entschuldigen Sie bitte meine Direktheit, aber worum geht es denn nun genau? Nun, heute Nacht hat jemand meine Stimme imitiert und gleich eine Alarmierung befohlen. So saß ich als Schiffsführer, der war betäubt und außer Gefecht gesetzt war. Und weiter? Ich in der Koje und Passagiere in Rahmglied einer Reling. Da wurde der Schiffssafe gestohlen. Mit einer unersetzlich wertvollen Briefmarkensammlung für ein Auktionshaus in Tokio. Wer außer Ihnen wusste von der Sammlung? Nur Mr. Overstock und ich waren eingeweiht, aber falls wir belauscht worden sind... Und wo genau war der Safe aufgestellt? Im Büro von Mr. Ladischen. Könnten Sie uns erläutern, was genau geschehen ist, Mr. Ladischen? Ich hatte mich vom Rechner weggegeben, um das für einen meiner Meinung nach zu kühlen Luftzug sorgen, für offene Bullauge zu schließen, als ich die Stimme des Captains aus der Sprechanlage vernahm, welche die erst für den morgigen Tag vorgesehene Rettungsaktion durchgab. Na, der Typ passt aber gut zu unserem Jupiter, stimmt's, Peter? Ja, auch vom Volumen her. Da klopfte jemand plötzlich relativ aggressiv an die Tür, worauf ich mich zum Türspion begab, aber nichts durch diesen erkennen konnte, als ich einen kälteren Luftzug in meinem Nacken vernahm. Während ich mich umdrehen wollte, spürte ich den Druck eines Pistolenlaufes zwischen den Schulterblättern. Eine seltsam verzerrte Stimme drohte mir, ich solle mich nicht umdrehen. Sie befahl mir, den Safe zu öffnen, was ich in meinem bedauernswerten Zustand dann auch probierte. Allerdings bewegte ich mich anscheinend aus Sicht des Hitters zu langsam fort, worauf ich niedergeschlagen wurde. Während meines Falls konnte ich noch erkennen, wie die Kajütentür von einem wie ein großer roter Vogel aussehenden Täter, wie ich zu diesem Zeitpunkt erkennen konnte, geöffnet wurde. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Und dann? Als ich mein Bewusstsein wiedergefunden hatte, bemerkte ich eine dicke Beule an meinem Hinterkopf. Der Safe war verschwunden. Die Stimme des Räubers klang verzerrt. Was genau meinten Sie damit? Nun, ich gehe davon aus, dass Ihnen seine Maske beim Sprechen behindert hat. Aha, und nochmal, was die Reihenfolge angeht. Zuerst spürten Sie den Luftzug, dann erst spürten Sie die Pistole, richtig? Ja, ganz genau. Obwohl ich das Bullauge geschlossen hatte. Und wie war das bei Ihnen, Captain? Also nach Dienstschluss auf der Brücke ruhte ich mich hier aus und wollte wie jeden Abend meinen Camillentee trinken. Als ich auf dem Gang jemanden aufgeregt rufen hörte. Aha. Doch als ich nachsah, war auf dem Gang niemand zu sehen. Ich ging dann so wieder zurück und hatte kaum den ersten Schluck Tee getrunken. Da sah ich auch schon ohnmächtig auf mein Bett. Ja, nun, so fanden wir, also, Mr. Overstock, ich, unseren werten Kapitän, als wir ihn den Raub melden wollten. Der Tee hier, der riecht nicht gerade nach Kamille. Nicht mal, Juve. Ja, das riecht mir eher nach einem Narkotikum. Und was ist mit Ihnen, Mr. Overstock? Ja, ist Ihnen auch etwas zugestoßen? Nö, mir nicht, aber Jeremias, unserem Animateur, drüben in der Bar, er sorgt für die allerabendliche Unterhaltung für unsere Passagiere. Doch irgendjemand hat ihm eine Erfrischung spendiert. Und dann brach er über einen von den Tischen zusammen. Das Publikum dachte, es wäre eine von seinen Showeinlagen gewesen. Aber der Arme musste auf die Krankenstation. Mhm. Hast du das, Bob? Ja, alles wie immer protokolliert. Hoffentlich reicht mein Notizblock. Ein Bullauge wurde herumgebastelt. So dass jemand von außen einsteigen kann. Aber was soll das bringen? Das Bett und der Nachttisch mit der Teetasse sind viel zu weit von dem Bullauge entfernt, als dass man von dort drüben aus etwas hineinpraktizieren könnte. Wir suchen jedenfalls weiter. Wenn der Safe noch an Bord ist, werden wir ihn früher oder später finden. Ja, ja, machen Sie mal. Wir probieren anderweitig zu helfen. Halt! Wie kommen Sie denn darauf, dass der Safe nicht mehr an Bord sein könnte? Nun, also, das war so. Einige Passagiere, hatten uns berichtet, dass... Sie während der Alarmübung ein lautes Platschen von Achtern gehört hatten. Ja, aber wo denn genau dort? Das Schiff ist doch riesig. Sieht man hier auf diesem Foto von dem Chef, sieht man die Stelle ganz gut. Das wäre also genau über der Schiffsschraube. Da wäre doch die Gefahr einer Beschädigung.